Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Just Cause 3. Und der letzte Part war ja ein bisschen, naja, länger. Mir ist irgendwann dann eingefallen, oh, ich muss doch noch einen Cut setzen. Und hier ist dann vom Bulle. Wir machen auch gerade direkt weiter, weil ich mal finde, wir könnten das auch tun. So, irgendwie müssen wir noch irgendwas hier aus Gefecht schalten, aber die scheinen meiner Meinung nach nicht hier zu sein. Diese komischen Monitore, die müssten eigentlich hier verteilt sein, sind sie aber nicht. Da muss ich vielleicht kurz sterben. Hallo? Willst du mich töten? Rico, danke für alles, was Sie für uns tun. Jagen Sie den General vor. Er hat eine Waffe. Schickt Verstärkung. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Wow. Wie hoch kann man bitte fliegen? Ja, es kann ab und zu mal passieren, dass eben irgendwas nicht geladen wird, aus welchen Gründen auch immer. Unten steht Waffe. Irgendwas fehlt hier gerade noch. Überwachungssystem. Okay, das muss ich jetzt wieder ausschalten. Hier einfach alle durch die Gegend quatschen. Mann, Überwachungssystem? Welches Überwachungssystem? Wo ist denn das Überwachungssystem? Karte zeigt es nicht an. Kann das irgendwie noch bei der Überwachungssystem? Ich verstehe das nicht. Gerade gar nicht angezeigt. Das sein sollte. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Ist hier irgendwie ein Überwachungssystem? Ich verstehe nicht. Irgendwas muss. Hat er nicht geladen oder so? Weil es wird ja nichts angezeigt. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Das finde ich auch immer lustig, wenn die Leute hier versuchen, gegen irgendwas zu laufen. Naja, wenn das hier halt nicht klappt, dann müssen wir halt schauen, dass wir irgendein anderes Dorf hier finden. Vielleicht da irgendwas. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Kann es eben ab und zu mal leider geben. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ich hatte jetzt bei der Testaufnahme mal ein Gebiet, das nicht geladen wurde. Findet ihn, so schnell es geht. Es kann schon mal geben, so solche Fehler. Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Ach, da oben ist, glaube ich, nur eine Ruine. Beziehungsweise es ist keine Ruine, sondern was anderes. Oh, wir werden fliegen.
Hey, wie kann ich unten aufsteigen? Bitte schön. Er ist einfach unten ausgestiegen. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Genau, ich bin voll auf der Flucht. Ich weiß einfach nicht, was das Nicht-Ding ist. Natürlich kann es sein, dass hier... Warte kurz. Nein, da oben das nicht. Ich glaube, das wurde einfach nicht geladen aus irgendwelchen Gründen. Eigentlich müsste da irgendwas sein, was man halt benutzen könnte. Nein, hier! Hier ist es. Wurde mir einfach nicht angezeigt. It's Showtime. Die Kontrolle. Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Ihr seht mich hier nicht. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Das ist wieder die Möwe. Ich denke mal, was ist denn das, was hier rumfliegt? So viele Tiere gibt es hier leider gar nicht. Ziel verloren. Sehr gut. Aktivieren. Jetzt wird es uns eben auch angezeigt. Haben wir hier hinten irgendwas noch? Ich glaube nicht. So, und deaktivieren. Ah! Passen Sie auf, was legen Sie weiter, Rico! Fliegen Sie weiter, Rico! Passen Sie auf, was Sie hintreten! Das könnte ja gefährlich sein, ne? Schmiere stehen? Ich habe ein Tattoo von ihrem alten Vater. Die Kaskade wurde unterbrochen. Was macht ihr da oben? Ich heiße Rico. Hi. Wow, was ist das denn? Rico, ich kannte deinen Vater. Er wäre stolz auf dich. Soll ich sie schlagen? Ja, ich muss nur die Waffe in die Hand nehmen und der tut so alt. Also wenn wir mal davon ausgehen würden, manche wurden hier sicher vollkommen dazu gezwungen, diesen Mist zu machen. Aber was ich hier witzig finde, ist immer, es gibt hier Leute, die spielen irgendwelche Musik, aber... Die tun, die haben nicht immer ein Instrument in der Hand. Kann ich den irgendwie verschieben? Ach, gar nicht. Hallo, Freunde der Rebellion. Ich freue mich, verkünden zu können, dass Surpico nicht mehr von Diravellos Milizen terrorisiert wird. Der Kampf geht weiter. Ups. Das ist ein Attentat von Diravellos. Und als Abschreckung hängt er sie noch auf. Ich stelle euch vor. Oh Mann. Schnell kann er auch rückwärts im Rückwärtsgang gehen. Ja.
Man läuft hier nicht einfach über die Straße und ich glaube, das Auto habe ich noch nicht. Ach, ich dachte, das wäre eine Frau gewesen zuerst. Okay, der ist gerade verschwunden. Rico, wir brauchen dieses Fahrzeug nicht mehr. Okay. Yay! Soll ich so tun, als wäre ich ein Betrunkener am Steuer? Okay. Ich habe nur 50 Biere getrunken, aber die Straße sieht ja echt schlimm aus. Was war denn das da? Muss mal schauen. Landsprintrennen. Jawoll. Man kann natürlich auch sein eigenes Fahrzeug mitnehmen und das versuchen. Tue ich es auch. Ich weiß natürlich nicht, ob das andere genügend schnell ist. Oh, ich glaube, in der Stadt da unten war ich noch nicht. Oder doch? Ich glaube nicht. Dieser Sprung einfach aus dem Auto raus, in dem Moment, als ich ins Ziel gehe, der ist einfach super. So, verlassen. Perfekter Parkplatz. Die Polizei. Mehr Waffen, mehr mit. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Mehr Waffen, mehr Männer. Ein Auto explodiert, würde ich das auch sagen. Mehr Waffen, mehr Männer. Wir sind hier in Amerika. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Nein, egal, aber ich verstehe ein solches Gesetz wie mehr Waffen in Schulen zum Beispiel nicht. Und um solche Dinge wie... Wie nennen sie das schon wieder? Selbstmordattentäter zu verhindern. Was soll das bringen, mehr Waffen? Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Er ballert zwar hier ein bisschen herum, aber er ist entkommen. Ich weiß auch nicht, wie der das wissen soll, dass er entkommen ist. So, machen wir es so, dass sicher genügend sind. Ja, waren genügend. Mehr als nur genügend. Oh. Wow. Ja, was ich hier immer wieder mache.
Ich finde eigentlich, die gute Frage ist, findet ihr dieses Spiel jetzt amüsant? Oder werdet ihr sagen, ja, das ist viel zu viel Geballer und da wird ja nur getötet. Er explodiert ja einfach alles. Ist ja viel zu fest übertrieben. Okay, von dem, dass alles einfach explodiert und so und dem muss ich schon sagen, es ist eigentlich vollkommen übertrieben. Aber vielleicht macht genau die übertriebene Idee, dass hier einfach alles explodieren kann und man fast alles zerstören kann, einfach das Spiel aus. Oder das Spiel zu dem Spiel, was es eben ausmacht. Er hatte keine Chance. Steht er einfach neben mir, aber der schießt nicht auf mich. Im letzten Moment merkt er, dass ich dir die Tür öffnen will. Ich finde immer lustig, dass da steht Hacken. Ich hacke das Tor auf. Hä? Ach da. Er ist verletzt. Ist er das? Und jetzt? Du ja auch. Ist auch verletzt. Ich sehe jetzt wieder am Boden rum. So, hacken wir mal das Tor auf. Ja, das ist einfach super. Da hat er ein bisschen spät gesagt. Ehrlich sein. Oh, da hinten gibt's. Wollte ich treffen. Luftunterstützung ist unterwegs. Oh, das finde ich nicht gut. Außer dir. Ah, gut, diese Hubschrauber hier. Helikopter. Finde ich gut. Tschüss! Mach's gut, geh baden oder was auch immer. Der nächste, bitte. In der Freizeit machen will. Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Oh, da gibt's ja noch ein Plakat. Komischerweise. Ich glaube, die Statue steht schon gar nicht mehr. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Genau, die Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten unterwegs. Rico? Rico Rodriguez? Sind Sie das wirklich? Nee. Was ist denn der andere Rebellenruf? Ah, da hinten. Ja, und weiter. Oh. Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Das Ding sieht tödlich aus. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Ach, in den Hallen gibt's gar nicht. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs für euch. Ach, danke für dieses schöne Motorrad. Ich kann zwar nicht damit fahren, aber... Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Das hat ja voll eine lächerliche Hupe.
einiges hinter uns. Eigentlich ein Witz, was ich hier finde. Die kriegen nichts alleine auf die Reihe. Weil es steht, sie sagen immer wieder, sie brauchen Unterstützung, ja? Und ich bin eine einzige Person. Nein, wir brauchen Unterstützung hier. Von dem her finde ich das sehr lustig. So, ich muss nachher noch alle Videos dann rendern, bearbeiten. All das, was man halt doch noch sonst noch macht. Stimmt, es gibt, glaube ich, eine Mission, da kommt man hier sogar. In das Tor. Ich habe es halt schon länger nicht mehr gespielt. Wieso steht da? Genau. Rico Rodriguez, tatsächlich. Ich habe ein Tattoo ihres alten Rennwagens. Willkommen. Ich finde die Aussage, ich habe ein altes Tattoo von ihrem Rennwagen, irgendwie bescheuert. Und ich glaube nicht, dass das Rico cool fände. Also, dass ich die schlage schon, aber das war doch nicht. So. Das war, glaube ich, ein bisschen heiter. Zwar, das Problem ist, wenn man die jetzt nicht... Na gut, das ist nicht heiter. Nicht in der bestimmten Zeit deaktivieren kann, gibt es einen Alarm, der ausgelöst ist. Und das, meine Damen und Herren, führt dazu, dass man hier leider ein bisschen Probleme bekommt. Ja. Vorzeigen kann ich es nicht, weil ich es jetzt einfach hinbekommen habe. Ach, hier gibt es noch so ein Ravioli-Band oder sowas. Tag 35. Ausbilder Duschko, dieser arme Narr, hält sich tatsächlich für intelligent. Während das fette Schwein lacht, zermalme ich mir die Zähne, um keine Reaktion zu zeigen. Seine Kurzsichtigkeit trieft genauso aus seinen Poren wie sein mit Drogen versetzter Kaffee. Ach so, der hat Drogen in den Kaffee gemacht? Jetzt richtig verstanden. Können Sie mich mitnehmen? Mann, ich will! Sie sind unfreundlich. Ich will nur dieses Plakat hier zerstören. Irgendwie ist dieses Plakat hier runtergefallen. So, wo ist denn das andere Plakat, bitteschön? Ach, da hinten. Und Vollgas. Oder Vollpedal. Ich weiß es nicht. Ihr müsst mich da durchlassen. Ich muss das Plakat da zerstören. Ach, eigentlich das andere Auto hier. Warum weiß ich eines nicht? Woher hat in unser netter Rico immer den Schlüssel her? So, jetzt Flagge Hessen. Schnellreise, Wegpunkt setzen. Ich bin mir unsicher, ob ich dieses Auto schon habe und versuche hier... Ich möchte eben dieses Auto behalten. Also ich weiß nicht, ob ich es schon habe und deswegen hoffe ich, dass es noch bleibt. Wer weiß? Wer weiß? Ich nicht.
Biegpunkt zur Garage sitzen. Also auf das Dach eines Autos springen. Nico, du bist gewachsen, seit ich dich zuletzt gesehen habe. Oh Gott. Oh. Entschuldigung. Danke für alles, was Sie für uns tun. Verjagen Sie den General und geben Sie uns Medici zurück. Rico, Sie haben uns beflügelt, unser Land zurückzuerobern. Hallo, meine Freunde. Es gibt gute Nachrichten. General Di Ravellos Truppen wurden aus dem schönen Städtchen Babica vertrieben. Aber unser Kampf geht weiter. Hey, Aquila, du hast uns dieses Fahrzeug schon gebracht. Na gut. Weil da hinten wird irgendwie gespült, oder? Genau. Okay, die haben jetzt die Instrumente. Ich habe es aber auch schon gesehen, dass sie es eben nicht hatten. Was passiert eigentlich, wenn ich ihr die... Was so gebe? Tschüss. Das sollte ich vielleicht lieber lassen. Stellt euch vor, voll der da. Oh, ich wäre der schlimmste Attentäter in dem. Hier. Naja, aber es ist nur ein Spiel. Das denken sich manche vielleicht auch im echten Leben, aber ich definitiv nicht. Oh, was zum... Bitte, Rico, lassen Sie mich gehen. Natürlich lasse ich Sie gehen. Ich will nur dieses... Wir liefern dir eins, wann immer du brauchst. Kann ich eigentlich auch fliegen? Mal kurz. Okay. Perfekt. Ich muss besser aufpassen. Was sollte das? Keine Ahnung. Ich hab mal irgendeinen Mist bauen wollen. Ich klaue hier ein Auto, gehe mit dem Baden. Blub, blub, blub. Ich habe keine Ahnung. Hier kann man so viel Unsinn machen in dem Spiel. Das glaubt ihr gar nicht. Zum Beispiel hier. Passiert eigentlich? Oh. Ich wollte nicht die Anker, oder? Genau, die werden einfach alle flach gedrückt. Und wie viel macht das hier? Können wir ja mal vergleichen. Die Handgranate macht mehr, oder? Nee, das ist etwa gleich viel. Gleich viel Flächenschaden. Alle haben natürlich solche Fässer bei euch. Ihr habt sicher auch so Fässer zu Hause, wenn ihr da mit zwei Verbindungen macht. Kann man hier, man kann einfach da durchlaufen. Okay. So, ich weiß, es ist schon länger als 20 Minuten oder so. Einfach durchfahren. Ui. Da ist nichts gebrochen. Verbindung lösen.
Willkommen bei Burnout Paradise. Jetzt auch. Naja, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Just Cause. Oh, 3 und ja, wir haben jetzt den richtigen Bus gefunden. Medici. Ich wusste doch, dass es hier irgendwo Bus geben muss. Ich wollte eigentlich schon die Aufnahme aufhören. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Just Cause 3. Macht's gut und tschüss.